Willkommen zurück zu Overclocked. In der letzten Folge haben wir unsere Patienten quasi losgelassen. Wir haben endlich, wirklich, ich betone das sehr, sehr gerne, endlich den Doc sediert und seine kratzbürstige Assistentin in Form einer Krankenschwester. Wir haben Joe tot in der Mülltonne gefunden. Ich will sie mir nicht nochmal angucken. Wir werden jetzt hinübersetzen zu dieser Militärbasis. Warum auch immer David da jetzt hinfährt und nicht zur Polizei geht, ich verstehe es nicht. Aber naja, es ist ja auch ein Spiel. Wir müssen es selbst erforschen. Verdammt, das war knapp. Ich habe alle meine Sachen verloren. Der PDA ist auch weg. Mit allen Aufzeichnungen. Verfluchter Mist. Alle Aufzeichnungen sind hinüber. Sicherungskopien, David. Sicherungskopien. Ich sag's nur. Aber er hat nicht aufgegeben und er hat's geschafft. Und, naja, wir nehmen erstmal einen Stein mit. Da jetzt unser Inventar leer ist, können wir jetzt erstmal neue Sachen, Naja, looten ist es nicht wirklich. Wir nehmen sie ja keinem weg. Sie sind ja auch nicht in irgendwelchen Kisten versteckt. Aber ein Stein geht immer. Das kommt mir bekannt vor. Die Jungen aus Zelle 1 und Zelle 3 haben davon erzählt. Da steht auch noch die Tonne. Aber wie komme ich jetzt darüber von dieser Seite? Ja, das frage ich mich auch. Kann ich nicht zurück? Da ist der Zaun. Aha. Habe ich sonst noch? Okay, wir können auf jeden Fall untersuchen wir das. Vielleicht können wir ja das Paddel nehmen oder so. Das Schlauchboot. Ja, super. Nimmst du noch einen Stein vielleicht? Ein Schieferstein. Sieht scharfkantig aus. Vielleicht können wir den Stein auf die anderen Steine schmeißen und daraus irgendwas Scharfes machen, wenn er schon scharfkantig aussieht. Na, hast ihn kaputt gemacht? Okay, das sind ein paar schöne scharfkantige Stücke. Scharfer Stein. Können wir damit vielleicht den Zaun aufschneiden? Ernsthaft? Nicht? Jetzt bin ich ein bisschen, ich erinnere mich. Okay, das ist jetzt, tatsächlich, da bin ich jetzt froh, dass ich mich noch daran erinnere, was ich machen muss. Ja, komm, versau dir deinen Rückweg, David. So, mit den Gummistreifen könnte es gehen. Naja. Es geht ja auch nicht um zurück, sondern erstmal um rein. Alles andere können wir dann ja improvisieren. Und rüber. Aber ich meine, kreativ ist er. Huch, auf einmal sind wir hier unten. Nehmen wir erstmal die Brechstange an uns. Die kann ich mit Sicherheit gebrauchen. Vor allem, solange ich keine andere Waffe habe. Mhm. Der Ventilator ist noch verkantet. Genau wie Sie es erzählt haben. Ja, dann hopp's mal durch. Ist es jetzt der Backstein oder immer noch die Pistole? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ach ja, hier ging's ja nicht weiter. Die Türe. Gehst erstmal durch. Das ist so seltsam jetzt nicht... Da ist ein Codeschloss. Das hat keiner der fünf erwähnt.
Es sieht ganz neu aus. Als wäre es erst kürzlich angebracht worden. Ich muss es irgendwie aufbekommen. Mhm. Haben wir keinen anderen Weg? Können wir nur... Ach, doch, hier können wir noch lang. Ah, von hier kamen wir. Alles klar. Die Tür ist wahrscheinlich geschlossen, oder? War es nicht die ganze Zeit? Die ist unverschlossen. Oh. Sieh mal an. Das sieht nach dem Turm aus, in dem der Junge aus Zelle 5 war. Ja. Cliff. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, was ich gerade schon sagen wollte, war, dass ich das sehr interessant finde, jetzt mit David mal hier zu sein, obwohl man das Szenario ja eigentlich schon kennt. Und ich habe jetzt permanent die Angst, dass mir das Spiel gegen Ende immer noch mal abschmiert. Denn bis jetzt hat es das nicht mehr getan und ich will ja keine Optimistin sein. Und da ist ja auch das Treibstoffdepot. Mhm. Schau du dich erstmal um. Das muss das Tor sein, das er aufgesprengt hatte. Es ist wieder verschweißt worden. Es muss jemand hier gewesen sein. Mhm, offensichtlich. Wo können wir noch lang? Treibstofflager. Irgendwo muss ich eine Waffe herbekommen. Ja. Da kann ich dir ungefähr sagen, wo. Haupttor, Hauptplatz. Gehen wir zum Hauptplatz und hoffen, dass alles gut geht. Ich muss doch eigentlich gar nicht viel sagen, oder? Also ich meine, wenn ich schon die Dreistigkeit besitze, zu sagen, dass uns das Spiel seit einer Weile nicht abgestürzt ist, muss uns das Spiel natürlich zeigen, dass es das immer noch kann. Aber ich hoffe, dass ich das Problem jetzt behoben habe, denn ich habe mir einfach von einer Freundin eine andere Overclock-CD besorgt. Ich hoffe, dass die flüssiger läuft und bis zur nächsten Folge alles wieder in Ordnung ist. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.